So, noch ein letztes Mal hallo und herzlich willkommen zum Reisebericht der Deutschlandtour. Wie immer, Start am Darmstädter Hauptbahnhof und heute ist die letzte Tour. Heute geht es zum Abschluss nochmal nach Karlsruhe, dort ein bisschen AVG fahren und natürlich Transporten. Und unsere Reise beginnt jetzt hier 9.30 Uhr mit der RB 68 nach Heidelberg. Wir sind nämlich heute nur mit dem Nahverkehr unterwegs, also mit einem Quer-des-Land-Ticket. Denn Karlsruhe ist ja jetzt von Darmstadt aus nicht so die Welt. Die Fahrt dorthin dauert 2 Stunden und in Heidelberg müssen wir dann einmal umsteigen. Ja, los geht's. Hier ist unsere Doppelstockwagenagentur. Wir sind jetzt gerade in Heidelberg angekommen und steigen jetzt hier um in die S-Bahn. Die hat leider 10 Minuten Verspätung. Und wir haben blöderweise während der Fahrt bemerkt, dass wir einige tolle Sachen verpasst haben auf der Main-Neckar-Bahn. Wir wollen ja heute nach Karlsruhe, aber wenn wir dort gewesen wären, hätten wir einige tolle Sachen gesehen. Es kam vorbei eine 111 mit Scherenstromabnehmer, eventuell 111.007. Das müssen wir heute Abend nochmal schauen. Wir sind hier heute Abend natürlich wieder. Dann kam ein Sonderzug. Wir wissen nicht genau, mit welchem Wagen oder welcher Lok, aber auf jeden Fall älteren Wagen, die so beige-blau oder so waren. Lok haben wir leider nicht gesehen. Dann kam eine 103 mit einem Güterzug. Und dann haben wir noch eine 247 mit einem Güterzug gesehen. Also wir haben mehr als genug Sachen leider verpasst. Hoffentlich sehen wir in Karlsruhe auch ein paar schöne Sachen. Und jetzt müsste auf jeden Fall gleich unsere S-Bahn kommen. Das ist sehr ärgerlich. Wir sind angekommen in Karlsruhe, hier drüben steht noch unsere S-Bahn. Wir sind schon mal raus aus der Halle, hier auf den Mittelbahnsteig Gleis 11-12. Denn hier steht die S32 nach Menzingen, die nehmen wir nicht. Aber wir werden jetzt, weil wir wollten mal eine AVG-Strecke fahren, und da haben wir uns die unserer Meinung nach schönste rausgesucht und fahren deshalb jetzt mit der S81 nach Freudenstadt, also ein bisschen in den Schwarzwald. Und der Zug wird dann hier bald auf Gleis 11 ankommen und dann hoffen wir, dass wir einen schönen Platz finden und die 1,5-stündige Fahrt nach Freudenstadt genießen können. Wir fahren auf der Hinfahrt mit einem Eilzug. Der hält nur 10 Mal, auf der Rückfahrt mit einem normalen Zug. Der hält dann ganze 40 Mal. Denn auch außerhalb der Stadt, also im ländlichen Raum, fahren diese Züge tatsächlich fast wie über Landstraßenbahn, halten also auch des Öfteren. Und naja, wir wollen uns das einfach mal anschauen und jetzt müsste sie dann gleich kommen. So, wir sind jetzt eingestiegen, unser Zug ist eben angekommen. Der S81 Eilzug nach Freudenstadt. Wie gesagt, die Fahrt dauert ca. 1,5 Stunden. Und ja, jetzt ist es 10 vor 12. Bis wir wieder in Karlsruhe sind, ist es glaube ich kurz nach 3. Also sind wir noch eine ganze Weile unterwegs. Oder war es schon nach 4? Ich weiß es gar nicht genau. Wir werden gerne sehen, wenn wir wieder in Karlsruhe sind. Und auf jeden Fall in 20 Minuten geht's los. Wir haben uns extra ganz vorne hingesetzt. Dann können wir nämlich
hoffentlich vorne rausschauen, sofern der Fahrer das offen lässt, damit wir die Fahrt genießen können. Man sieht noch hier drüben einen Eurocity mit einer 101 im Schweizer Wagen, der auch gerade losfährt. Der wird wahrscheinlich nach Zürich fahren. Nach einer sehr schönen Fahrt sind wir jetzt in Freudenstadt angekommen. Hier am Freudenstädter Hauptbahnhof. Daneben gleich steht eine sogenannte S-Bahn. Ein 650, der hier als S-Bahn nach Offenburg fährt. Und hier steht die S-Bahn nach Karlsruhe. Wir haben aber beschlossen, wir fahren doch noch nicht direkt zurück nach Karlsruhe, sondern fahren nur ein kleines Stück bis Freudenstadt Stadtbahnhof und laufen ein Stück an der Strecke entlang. Dort war nämlich ein sehr, sehr schöner Viadukt gewesen, haben wir bei der Vorbeifahrt gesehen, und da wollen wir uns mal zu dem Viadukt schon ein paar Fotos von den AVG-Zügen in der Natur machen, und deshalb werden wir jetzt wieder zurück in den Zug gehen und dann zwei Stationen zurückfahren bis zu dem Fotopunkt. Und jetzt geht's zurück nach Freudenstadt Stadt. So, wir sind am Karlsruher Stadtbahnhof ausgestiegen und machen uns jetzt auf den Weg in Richtung der nächsten Station. Abwärts Richtung, ach, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie hieß. Ich glaube, sie hieß Friedrichsthal. Und da werden wir uns dann mal positionieren. So. Wir sind jetzt ein Stück an der freien Strecke lang gelaufen und haben uns hier zu diesem Fotospot gestellt. Und auf jeden Fall hier werden wir jetzt ein bisschen schauen, wie so die Züge vorbeikommen. Und ja, wir sind halt jetzt an der Strecke Freudenstadt Karlsruhe und werden vielleicht circa eine Stunde oder so noch bleiben. Ja, das kann ich. Dann sind wir jetzt letztendlich eine Station weitergelaufen und sind jetzt hier in Friedrichsthal. Leider haben wir uns zeitlich ein bisschen verschätzt. Es ist 16.35 Uhr. Der nächste Zug nach Karlsruhe fährt leider erst 17.07 Uhr. Beziehungsweise hier kam eben schon ein Eilzug durch, aber der hält hier nicht. Und ja, also müssen wir noch eine halbe Stunde warten. Und wenn jetzt gleich noch der Gegenzug Richtung Eutingen kommt, können wir den noch fotografieren. Aber sonst haben wir hier jetzt quasi ein bisschen Pause. Dann fahren wir nach Karlsruhe. Dann schauen wir mal, wofür wir dort noch so Zeit haben, bevor wir dann auch schon wieder zurück müssen.
Thank you.
ja. So, jetzt kommen wir das 750 Euro. Wir sind jetzt wieder am Karlsruher Hauptbahnhof. Wir hatten eben eine Fahrt in der AVG vor uns, die am Ende sehr voll und sehr heiß wurde. Jetzt sind wir mal in Mannheim, in Karlsruhe. Es ist kurz vor 7 und um 19.28 Uhr fährt dann unser Zug zurück nach Heidelberg, wieder mit der S3 und dann mit den N-Wagen, diesmal keine Doppelstopp, sondern mit den N-Wagen, zurück nach Darmstadt. Das ist jetzt so der Plan und jetzt haben wir halt auch eine halbe Stunde hier am Karlsruher Hauptbahnhof kurz Aufenthalt. Und können unter anderem mir die Auswahl des Intercities mit einer 120 Euro machen. Hier in Kürze ihre Fahrt nach Germersheim antreten wird. Und wir fahren, wie gesagt, bis Heidelberg. Auf geht's! So, jetzt sind wir in Heidelberg umgestiegen. Eben hier für 25, jetzt geht es weiter mit N-Wagen. Nochmal zum Abschluss eine viertelstündige Fahrt nach Darmstadt haben wir jetzt hier vor uns mit N-Wagen. Sehr schön. Wir haben den Darmstädter Hauptbahnhof erreicht. Mit unserer N-Wagen-Garnitur fast pünktlich. Und damit wäre auch diese letzte Tour auf der diesjährigen Sommerdeutschland-Tour zu Ende. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Thank you.